äußersten Südosten Bayerns erhebt sich der Watzmann als höchster Gipfel aus dem Alpennationalpark Berchtesgaden. Er besteht aus versteinertem Meeresboden, viele Jahrmillionen alt, emporgehoben durch die ungeheuren Kräfte des Erdinneren. Zu Füßen des Watzmann liegt der Königssee, der bayerische Fjord, in dem sich die steilen Bergflanken am Ufer nahtlos in die Tiefe fortsetzen. Kalt und sauber liegt er da, eingebettet in eine blau-weiße Bilderbuchlandschaft. Im Winter scheinen der See und die Berge ringsumher wie ausgestorben. Doch der Schein trügt. Schon bald werden zahllose Tiere und Pflanzen zu neuem Leben erwachen. Steilwände, wohin man blickt, auch unter der Wasseroberfläche. Ausgeschliffen von einem Gletschereispanzer, der mehr als einen Kilometer dick war. Riefen und Scharten von den vorbeirutschenden Eismassen und den darin eingeschlossenen Gesteinen sieht man hier noch so gut, als wäre es gestern passiert. Unter Wasser blieben die Schürfmale über Jahrtausende erhalten. An Land, wo Frost und Sonne den Kalksteinfels zwischen Watzmann und Königssee altern lassen, sind die Spuren der Gletscher nicht mehr so deutlich. Jedes Jahr im Winter bröselt etwas von der Oberfläche ab, geht ein klein bisschen Kontur verloren. Anderswo mag die weiße Pracht der Klimaerwärmung weichen. Hier hat sie eine feste Burg. Der Nationalpark um den Königssee ist ein Reservat für den Winter und für eine vielfältige Tierwelt. Die Gämsen weichen den Tiefschneebereichen aus. Sie steigen entweder ab oder sammeln sich an Graten, die so steil sind, dass der Schnee keine dicken Lagen bilden kann. Der Fichtenkreuzschnabel hat es leichter. Die Zapfen der Nadelbäume sind jetzt voller reifer Samen, seine Hauptnahrung. Alpenschneehühner passen sich farblich dem Winter an, balzen mit weithin hörbarer Stimme. Sie sind perfekt getarnt, flüchten aber bei der geringsten Störung. Steile Grate und eisige Höhen sind etwas für Spezialisten aus der Tierwelt. Aber auch die kommen in besonders strengen Wintern an ihre Grenzen. Opfer wie diese tote Gämse sind Teil des natürlichen Kreislaufs. Einige Alpentiere, wie der Steinadler, sind auf solche Funde angewiesen, um den langen Winter zu überstehen. Ausgerottet war der König der Lüfte in den bayerischen Alpen. Heute gibt es wieder fast 50 Brutpaare. Einige von ihnen haben ihre Wehe in den Steilwänden um den Königssee. Nicht alle Bergbewohner sind auf derartige Geschenke angewiesen. Die meisten Tiere verbringen die kalte Jahreszeit in einem Versteck.
lange ist keiner mehr durch diesen Baueingang geschlüpft. 5 Meter unter der Oberfläche schläft das Murmeltier in einem selbstgepolsterten Nest aus Bergwiesenheu. Sieben Monate lang zehrt es von angefressenem Speck, bis es draußen wieder etwas zu fressen gibt. See liegt auf etwa 600 Metern über der Meereshöhe. An Südhängen tauen bereits im März die Wiesen und Waldränder auf. Die Schneerosen haben schon unter der Schneedecke Knospen gebildet. Jetzt sind sie bereit, um bestäubt zu werden. Sobald der Schnee eine Fläche preisgegeben hat, erheben sich kurz darauf weitere Blüten in die kalte Bergluft. Die Blütenkelche der Schneerosen bleiben über viele Wochen erhalten. Warum? Das wird sich erst zeigen, wenn der Frühling vorangeschritten ist. Die Almwiesen nehmen langsam wieder eine saftig grüne Farbe an. Aber auch auf den Felsgraten aus versteinertem Meeresboden gibt es wieder mehr zu fressen. Nicht nur für Wiederkäuer wie die Gämse. Warm ist es jetzt nur in den Mittagsstunden und auch nur in der Sonne. Sobald Wolken aufziehen, kehrt die Eiszeit zurück. Dass der Steinbock zur angestammten Tierwelt der Berge um den Königssee gehört, wurde lange bezweifelt. Bis Knochenfunde vor wenigen Jahren bewiesen, dass er hier seit jeher heimisch war. Im Mittelalter hatten Jäger und Wilderer das Steinwild in den Berchtesgadener Alpen ausgerottet. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es hier und in den nahen Salzburger Alpen Bemühungen, die Art wieder heimisch zu machen. Mit Erfolg. Selbst steilste Felswände sind für den Steinbock kein Hindernis. Ein Schneefeld zu queren, ist die größere Herausforderung. Heute durchstreifen etwa 200 Steinböcke die Gipfelregionen um den Königssee. Kalkgestein hat die Witterung Karren und Schratten hinterlassen. Metertiefe Spalten, in denen ein besonderes, feuchtes Klima herrscht und wo Miniwälder aus Moosen gedeihen. Und wo Tiere leben, die man kaum zu Gesicht bekommt. Der Riesenweberknecht zum Beispiel. Hier unten kann er sich vor den für ihn gefährlichen Sonnenstrahlen verstecken. Immer mehr Wasser, das in Form von Eis und Schnee auf den Bergen lag, wird jetzt flüssig.
Schmelzwasser sammelt sich, durchtränkt die Almwiesen und begründet den Reichtum, der später im Jahr herrscht. Schon bald wird hier ein Blütenmeer zu sehen sein. Das Schmelzwasser lässt auch die Bergbäche anschwellen. Sind Schnee und Eis verschwunden, finden die Tiere alles, was sie brauchen. Moos zum Beispiel für das Nest. Schon bald ist es kein Moos mehr, was die Wasseramsel sucht. Sie hält Ausschau nach kleinen und kleinsten Bewohnern der Königssee-Zuflüsse. Köcherfliegenlarven müssen her, als Futter für ihre Jungen. Die Kleinen betteln in einem gut versteckten Kugelnest, direkt am Wasser. Die Wasseramsel kennt die Verstecke der Insekten und sie versucht, so viele wie möglich davon zu sammeln, bevor es Nacht wird. Spezialist. Der Fichtenkreuzschnabel mit seinem asymmetrischen Mundwerkzeug ist wie die Wasseramsel ein Singvogel, der sich im Laufe seiner Evolution auf eine ganz bestimmte Nahrung eingeschossen hat. Er ist auf die Samen von Nadelbäumen angewiesen. Weil die Lerche genügend Zapfen hervorbringt und das jedes Jahr, ist ihre Vermehrung dennoch gesichert, ganz gleich wie viele Kreuzschnäbel sich an ihr bedienen. Die Sonne weckt die Lebensgeister nicht nur in der Vogelwelt. Auf dem Königssee nimmt im Frühjahr auch der Tourismus Fahrt auf. Mit Trompeten wird das enorme Echo demonstriert, das jedoch vielerorts vom Rauschen des Schmelzwassers verschluckt wird. In den Bergen gibt es stets mehrere Jahreszeiten gleichzeitig. Je nach Höhenlage naht bereits der Sommer oder es herrscht noch Winter. Für die Gämse im warmen Winterpelz ein Glück. Hier oben findet sie Abkühlung, nachdem sie sich weiter unten an eiweißreichen Gräsern und Blüten gütlich getan hat. Jetzt erblühen Sonnenröschen, stängelloser Enzian, winzige Primeln und Alpenaurikeln, die bis in Höhen von mehr als 2000 Metern gedeihen. Da die Alpenaurikel wie viele andere Frühblüher im Gebirge auch der Gämse gut schmeckt, muss die Wildziege einfach nur immer weiter aufsteigen, um bis in den Sommer hinein ihre Blüten ernten zu können.
Die buchsblättrige Kreuzblume wächst zwischen Kiefer und Schädelknochen aus dem Schutt. Von wem mögen sie stammen? Es sind Überreste eines Gamskitzes, das den Winter nicht überstanden hat. Adler, Füchse und andere haben davon profitiert. Das Sterben gehört unabdingbar zum Kreislauf der Natur. Viele Gamskitze überleben den ersten Winter nicht. Nur wenige werden erwachsen. An den grasigen Hängen wird es immer bunter. Frühlingsenziane schieben sich aus dem Boden. Dort, wo viele Gämsen und Steinböcke weiden, gedeihen solche Kostbarkeiten prächtig. Enziane können nur existieren, wo die Vegetation durch Weidegänger kurz gehalten wird. Und noch etwas schiebt sich aus dem Boden. Das neue Blatt der Schneerose. Noch ist es klein und zart, das alte Laub vom Vorjahr dagegen büßt langsam seine Funktionstüchtigkeit ein. Doch die Schneerose gleicht diesen Verlust mit einem Trick aus. Ihre Blütenblätter sind nicht mehr weiß, sondern grün. Die Schneerose hat längst Samen gebildet, muss keine Bestäuber mehr anlocken. Dafür helfen die Blütenblätter mit frisch eingelagertem Blattfarbstoff bei der Nährstoffherstellung aus dem Sonnenlicht. Die sonnigen Hänge am Königssee stehen voller alter Bäume. Lebensraum für ein Tier, das jedes Jahr im Frühjahr nächtliche Wanderungen unternehmen muss, um sich im See zu vermehren. Erdkröten versammeln sich im flachen, aber kalten Wasser. Die Männchen sind in der Überzahl und stürzen sich auf alles, was nach Weibchen aussieht. Anders als Frösche geben die Kröten ihren Laich nicht in Ballen ab, sondern in meterlangen zweizeiligen Schnüren. Jedes Krötenpaar produziert mehrere solcher Schnüre und das jedes Jahr. Im Inneren der Schnüre mehrere tausend schwarze Kröteneier. Wenn je Krötenpaar nur zwei davon groß werden und sich selbst fortpflanzen, bleibt die Menge der Kröten am Königssee gleich. Ist der Laich abgegeben, ist die elterliche Fürsorge beendet. Fast 900 Höhenmeter über dem Königssee liegt noch ein See. Der Grünsee. Am Rande des Steinernen Meeres gelegen, taut er erst viel später auf, oft erst im Mai. Auch in ihm vermehren sich Froschlurche. Bleibt in harten Wintern die Eisdecke zu lange, müssen die Grasfrösche, die am Seegrund überwintern, jedoch sterben. Froschfleisch und unbefruchteter Laich wandern in die Mägen der Elritzen. Der
Der Grünsee ist nährstoffarm. Nahrung gibt es hier keineswegs im Überfluss. Die kleinen Fische nehmen den Fund deswegen gierig an. Auch unter Wasser und unter Schnee und Eis profitieren die einen vom Tod der anderen. Nach harten Wintern sind vermehrt Gänsegeier am Königssee zu sehen. Als Aasfresser, die ganz und gar von verendeten Tieren abhängen, sind sie auf große und kleine Katastrophen angewiesen. Das Birkhuhn nutzt eine berechenbarere Nahrungsquelle. Im Frühling zupft es gern Knospen und Triebe von den Bäumen. Auf den Lärchenästen stehen unzählige rote Kerzen. Es sind die weiblichen Blüten, die später im Jahr zu Zapfen voller Samen werden. Hunderte Blüten, tausende Zapfen, hunderttausende Samen, nur um einmal den Mutterbaum zu ersetzen. Aus den Zweigen schieben sich jetzt auch kleine grüne Bündel. Als Ausnahme unter den heimischen Nadelbäumen wirft die Lerche ihr Laub im Herbst ab. Jetzt wachsen neue Nadeln, damit der Baum das Sonnenlicht als Energiequelle nutzen kann. In den Bergen schlägt das Wetter schnell um. Im Frühling fallen dann die Temperaturen rasch. Weil es in den Alpen mehr regnet als im Flachland und die Luft so feucht ist, kommt es häufig zu Nebel. Auch wenn uns das Wetter nicht sehr einladend erscheint, die Birkhühner sind jeden Morgen aufs Neue in Balzstimmung. Die Henne zupft frische Nadeln vom Lärchenzweig und lauscht dabei dem Kullern und Schleifen der Hähne. Er ist der Liebhaber miserablen Wetters schlechthin. Der Alpensalamander kommt meist erst spät in der Nacht aus seinem Versteck, weil dann die Luftfeuchtigkeit besonders hoch ist. Nur bei Regen und dichtem Nebel geht er auch tagsüber auf Wanderschaft. Im Frühling rutscht und rieselt unablässig Schnee vom Watzmann und seinen Nachbarbergen. Unterhalb der Steilwände türmt sich die weiße Pracht viele Meter hoch auf. Immer mehr Schnee fällt herab. Das Gewicht des Haufens wird immer größer, dadurch verändert er seine Erscheinungsform. Das wachsende Eigengewicht presst den Schneeberg zusammen, der zunehmend einem kleinen Gletscher gleicht. Druck und Frühlingssonne lassen die zusammengepressten Schneemassen wieder schmelzen. Das Wasser spült bizarre Höhlen aus. Als käme und ginge die Eiszeit im Zeitraffer, kommt und geht das ephemere Gebilde Jahr für Jahr. Mit jedem sonnigen Frühlingstag zieht sich die natürliche Schneeskulptur um einen Meter und mehr zurück, bis sie, je nach Wetter, über kurz oder lang wieder verschwunden ist. Das Wasser aus dem Bauch des Pseudogletschers, das im vergangenen Winter in Form von Schnee auf den Watzmann fiel, fließt nun, der Schwerkraft folgend, talwärts. Der Eisbach. Er transportiert nicht nur Wasser in Richtung Königssee, das ganze Seitental und sogar eine breite Landzunge im See bestehen aus Kalksteinschotter. Zerbröselter Alpenfels. Jedes Jahr wird eine große Menge davon in den See gespült. Der wird also langsam von der Natur zugeschüttet. Viele Lebewesen profitieren davon. Die vielleicht farbenprächtigsten Königsseebewohner überhaupt
werden im Herbst hierher kommen. Den wenigsten Seebewohnern genügt einfach das Wasser. Damit ein Lebensraum wertvoll ist, muss er für jede Art anders ausgestattet sein. Im Nationalpark dürfen tote, ins Wasser gestürzte Bäume meist einfach liegen bleiben. Sie bieten vielen Arten Nahrung und Unterschlupf. Zwischen den Ästen haben es Raubfische nicht so leicht, die Rotaugen zu fangen. Im Geäst gallertige Bänder, wie breite Ketten voller kleiner Perlen. Sie hängen überall an den Baumleichen. Von welchem Tier mögen sie stammen? In den Gallertkugeln, frei hängend im sauerstoffreichen Wasser, rühren sich Larven, blicken aus ihrem Mini-Aquarium in die Weite des Sees. Es ist der Nachwuchs eines Räubers, der im Königssee überall und jederzeit auftauchen kann. Er ist gestreift wie ein Tiger. Der Flussbarsch. Ein erfolgreicher Jäger, weit verbreitet in unseren Seen und Flüssen. Daher der Name. Je nachdem, zu welcher Jahreszeit man den Königssee und die umliegenden Berge besucht, trifft man auf ganz unterschiedliche Bewohner. Der See ist berühmt für seine Orchideen wie das weiße Waldvögelein, das mit betörendem Duft und Nektar Bestäuber anlockt. Auch das Zweiblatt mit seinen für unsere Augen wenig anmutigen Blüten belohnt Sechsbeiner mit einer süßen Köstlichkeit für die Übertragung des Blütenstaubes. Aber bei weitem nicht alle Orchideen sind fair bei der Kooperation mit den Insekten. Die größte heimische Orchidee, die versteckt in den Wäldern am Königssee wächst, bietet keinen Nektar. Ihre pantoffelförmigen Kelche entfaltet sie, um die seltenen Bestäuber, die sich bei der Nektarsuche darin verirren, zu fangen. Sie geht jedoch meist leer aus. Über die Wurzeln klappt die Vermehrung schließlich auch. Die seltenen Frauenschuh-Orchideen gedeihen hier so prächtig, weil in den Wäldern am Königssee Bedingungen herrschen wie in einem Urwald. Alles dreht sich ums Licht. Die steilen Bergflanken und der felsige Boden haben zur Folge, dass der Wald offen ist und von Sonnenlicht durchflutet. Die Bäume stehen locker verstreut beieinander, dazwischen jede Menge Totholz. In solch lichten Wäldern herrscht Artenvielfalt. Einigen Arten ist es aber auch hier noch zu dunkel. Auf den Hängen hoch über dem See gibt es Artengemeinschaften, die überhaupt keinen Schatten vertragen. Die Almwiesen etwa. In grauer Vorzeit hielten Wildtiere die Vegetation kurz. Heute sind es die Kühe der Almbauern. Das Ergebnis ist dasselbe. Nicht trotz, sondern wegen der Rinder leben hier so viele seltene Pflanzen und Tiere. Schmetterlinge wie der rote Apollo zum Beispiel. Sie brauchen die Sonnenwärme und die lichthungrigen Kräuter als Nahrungsquelle. Ebenso die Murmeltiere. Nur auf der offenen Almweide finden sie Kräuter und Gräser als Futter und als Polstermaterial für ihren Winterschlaf. Die Schneehühner haben hier ihr schmuckloses Nest. Die Jungen sind bereits geschlüpft. Kreuzottern sonnen sich gut getarnt zwischen den Halmen. Und noch jemand versteckt sich hier. Versucht nicht aufzufallen.
Dass Jäger aus der Luft sowie der Steinadler schnell jede unvorsichtige Bewegung entdecken können, ist der große Nachteil am Lebensraum Almwiese. Sobald die Luft rein ist, läuft die Birkhenne los, geduckt, nicht so schnell. Auch in der Wiese lauern Gefahren. Nicht für sie vielleicht, aber für ihre Küken, die zwar nicht in das Beuteschema der kleinen Giftschlange gehören, die aber einen Biss vielleicht nicht überleben würden. Eine Lebensgemeinschaft in der Natur ist immer auch eine Gemeinschaft von Gegenspielern und Feinden. Die Bergeidechse würde der Kreuzotter schmecken. Sie sonnt sich nahe einer Felsspalte als Fluchtweg. Löcher im Fels sind begehrte Orte, auch für einen kleinen Vogel, den man im Flachland nie sieht. Der Mauerläufer. Senkrechte Felswände sind sein Jagdrevier. Hier sucht er nach Nahrung, die sich ebenfalls in Ritzen und Spalten versteckt. Mit breiten und auffällig gefärbten Flügeln fliegt das Mauerläuferweibchen einem Schmetterling gleich zu Felswänden, die noch nie ein Mensch erklettert hat. Derweil kehrt das Männchen mit seiner kohlschwarzen Kehle zurück zur Felswand, den Schnabel voller Gliedertiere. In dem Loch im versteinerten Meeresboden ist das Nest der Mauerläufer. Gegenüber tönen die Bettelrufe eines Steinadlerkükens aus der Felswand. Das Jungtier im Felshorst hat einen Altvogel erspäht. Der kommt diesmal ohne Beute zurück. Noch jemand brütet mitten im Abgrund. Die Felsenschwalbe, die unscheinbare Cousine der Schwalben aus den Bauerndörfern. Felsenschwalben mörteln ihr Nest aus kalkhaltigem Schlamm und Speichel an den Fels. Das Mauerläuferweibchen hat Spinnen, Tausendfüßer und Insekten gesammelt und hüpft damit zum Nest. Auch das Männchen hat wieder den Schnabel voller 6- und 8-Beiner. Fütterung im Minutentakt. Der Kot der Jungvögel wird fernab entsorgt, während der Steinadler ein Gamskitz zum Horst bringt. Auch oben am Grünsee, wo bis vor kurzem noch Winter war, gibt es Nachwuchs. Ende Mai sind die kleinen Murmeltiere schon so selbstständig, dass sie alleine vom Dunkel des Baus an die Oberfläche kommen. Die Eltern sind ja da, sorgen für Sicherheit und einen vollen Bauch. Überall auf den Wiesen um den Grünsee blüht die Trollblume, die große Cousine des Hahnenfuß und die einzige heimische Blume, die sich niemals öffnet. Sie hat einen ganz speziellen Bestäuber, die Trollblumenfliege. Das Insekt weiß, wie man sich durch die geschlossenen Blütenblätter zwängt. Sie bestäubt zuverlässig und versteckt dafür im Blüteninneren ihren Nachwuchs. Ohne Trollblumenfliege keine Trollblume. Und andersherum.
Eine Symbiose zu beiderlei Vorteil, obwohl die Fliegenlarven an den unreifen Samen nagen. Der Grünsee ist nicht nur arm an Nährstoffen, sondern auch an Arten. Nur zwei unterschiedliche Fische leben darin, Saiblinge und Elritzen. Aus der kargen Gebirgslandschaft ringsum kommen nur wenige Nährstoffe in Form organischer Abfälle in das Gewässer. Die Fische fressen daher teils ihren eigenen Nachwuchs. Oder suchen im Schlamm nach den wenigen Würmchen, die hier leben. Der kleine Grünsee liegt in einem Kessel. Ein Abfluss ist weit und breit nicht zu sehen, aber dennoch bleibt der Wasserstand über das Jahr annähernd gleich. Der Gebirgsee entwässert unterirdisch mitten in das felsige Innere der Berge. Auf seiner Reise von mehreren Kilometern durch die Salzgrabenhöhle staut sich das Wasser in glasklaren, teils unerforschten Höhlenseen. Mehr als 10 Kilometer ist das Höhlensystem lang. Besondere Regenwürmer brauchen in der feuchten Höhlenluft kein Erdreich, kriechen einfach auf dem Fels herum. Etwa einen Kilometer tief drin, im stockfinsteren Bauch des Simmetsbergs, stürzt ein richtiger Wasserfall in die Tiefe. Nach einer Reise von 6 Stunden kommt das Grünseewasser schließlich 900 Meter tiefer aus dem Fels heraus und strebt die letzten Meter sprudelnd dem Königssee zu. Ein eigenes kleines Reich mit besonderen Algen. Der fast 200 Meter tiefe Königssee liegt in einem geologisch sehr alten Grabenbruch. Er hat mehr als 500 Millionen Kubikmeter Inhalt in Trinkwasserqualität. Das Wasser aus der Höhle ist nur ein zusätzlicher Tropfen. Der 7 Kilometer lange bayerische Fjord hat viele kleine Zuflüsse. Nicht alle kommen aus dem Fels gesprungen. Je nachdem, wie warm oder kalt das Wasser ist, leben darin mehr oder weniger Kleintiere. Steinfliegenlarven brauchen ganz sauberes Wasser. Spezielle Schnecken weiden Mikroalgen ab. Vor allem vermehren sich hier zahlreich die Köcherfliegen, deren Larven sich schützende Häuschen aus Holz oder aus den kleinsten Bruchstücken der zerbröselten Berge bauen, aus Sand. Äußerlich sieht man den kleinen Bächen, die durch die Bergwildnis am Königssee plätschern, kaum an, wie viel Leben in ihnen ist. Manchmal wimmelt es regelrecht. Wasseramseln kennen diese Plätze sehr genau und ziehen hier ihre Jungen groß. Auch am Rande der Bächlein, an denen in der Feuchtigkeit Farne und Moose gedeihen, leben wenig beachtete Schönheiten. Der illyrische Bandfüßer etwa, einer der farbenprächtigsten Tausendfüßer Europas. Oder der smaragdgrüne Regenwurm, ein besonders heimlicher Alpenbewohner. Er lebt in feuchtem, rotfaulem Totholz. An die Oberfläche kommt er nur selten. Warum er grün ist,
gehört zu den vielen Geheimnissen in den Wäldern am Königssee. Im Herbst ziehen sich viele Tiere zurück ins Winterquartier. Die Touristen bleiben. Noch sind jedoch nicht alle Naturspektakel vorbei. Die Akteure des bevorstehenden Auftritts kleiden sich gerade festlich und jahreszeitgemäß. Als wenn sie den Herbstbäumen mit ihren leuchtenden Farben Konkurrenz machen wollten, präsentieren sich die Seesaiblinge in ihrem bunten Hochzeitskleid. Die Weibchen haben dicke Bäuche, prallvolle Eier. Die Männchen bewachen sie, wollen mit ihnen ablaichen. Auf dem Schotter, den die Bergbäche in den See gespült haben. Überall in Königssee, Grünsee und den anderen Alpenseen zittern jetzt die Männchen vor Liebeshunger. Die Saiblinge gehören zu den letzten im Jahr, die für Nachwuchs sorgen. Wenn der Winter wieder die Herrschaft übernommen hat, kehrt Stille ein am Königssee. Und wenn es ganz kalt wird, bleiben sogar die Touristen weg. Die meisten Tiere haben sich wieder in ein Versteck zurückgezogen, wo sie ein halbes Jahr lang schlafen werden. Manche noch länger. Inmitten einer wilden, ursprünglichen Alpennatur, die in Deutschland und in ganz Europa ihresgleichen sucht.